Also, servus, dann starten wir mal zu einer neuen Videoserie. Heute geht es um, beziehungsweise heute geht es einmal um die Bestellliste, was man alles braucht, um dieses Teil hier zu bauen. Ich weiß nicht, wer es schon kennt oder nicht, da geht es ums Honeymantel. Das ist so ein bisschen halbautomatisch, automatischer Abfüller. Ich habe da mal bloß mal grob, dass man schon mal weiß, um was das geht. Es gibt da genügend Videos drüber. Ich habe mir da bloß mal sowas ausgedruckt. Das wird da drüber gesteckt, normal. So, bei mir. Dann wird dieser Hahn hier festgemacht, der Arm. Und dann öffnet der den Hahn auf und zu. Wo ich aber vorne rein schon mal sagen will, mit den Kunststoffhähnen, die sind eigentlich zum Abfüllen nicht so gut. Ich mag die auch nicht von Hand zum Abfüllen, weil die einfach unten nicht so schön schließen. Wenn einer so einen Abfülleimer hat aus Edelstahl, die gehen da wirklich perfekt. Das geht genial. Also darum geht es eigentlich im Prinzip, man stellt da sein Glas drauf, dann macht der automatisch den Hahn auf und macht den Hahn wieder zu. Ich zeige das mal kurz, wie ich das meine. Sag mal, ich muss hier schnell ins Menü, weil ich habe natürlich nicht vorbereitet. Egal. Kalibrieren, nee. Tara-Werte suche ich. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da hier. Oh nein, jetzt habe ich zweimal drauf gedrückt, ich Idiot. So. Ich tariere jetzt, ich sage jetzt den Gerät im Prinzip, der Servo hier, oder nein, machen wir das Gewicht, das hier ist ein leeres Honigglas. Komm. Ja. So. Jetzt weiß er, das hier ist ein leeres, er glaubt, das ist jetzt ein leeres Honigglas. Und wenn man jetzt auf den Automatikmodus geht, und hier, warte mal, ich habe es falsch ausgewählt. Dann kann man hier Play drücken. Also, weil man kann mehrere Gläser vorinstallieren. Ich habe da jetzt noch gar nichts drauf gemacht. Man stellt ja wirklich dann sein Glas hier drauf. Kommt hier Start. Ihr macht den Hahn auf. Habt ihr gesehen, das geht nach oben. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, zack, man schließt dann wieder. Das war's eigentlich. Und so geht es dann jedes Mal. Ihr braucht nichts mehr tun. Drauflegen. Ihr macht auf. Wenn das Gewicht erreicht ist, macht er zu. Runter, neues Glas drauf und so könnt ihr das ewig machen, egal mit was. Also und da geht es jetzt darum, wie bauen wir das. Erstmal, was man alles braucht. Ich verlinke euch natürlich alles da unten wieder. Ihr braucht ein Servo. So, jetzt, ich fange jetzt mal mit dem Zeug an, was man wirklich notgedrungen braucht. Auf dem Zettel hier, da ist es auch drauf. Ein Servo, ein Heldtec-Modul, ich packe das dann gleich mal aus, dass man sieht, ein Schalter, der drei Positionen hat, ein Drehpotti mit Knopf und hier ist die Waage. Ja, das ist das und zwei normale Druckschalter, das ist das, was man wirklich braucht. Also, als Waage, ihr habt es gesehen, habe ich mir einfach nur das hier, das ist das Wagenmodell. Das ist eigentlich, das ist nicht teuer. Also, ihr werdet es sehen, ich verlinke ja alles unten. Ich wollte euch das bloß mal zeigen, so wie das bei euch ankommt. Nicht, dass ihr dann einen Schock bekommt. Das ist einmal das hier. Da ist so ein HX711 dabei. Den kennen viele wahrscheinlich schon von dem Honeypie-Projekt. Diese Wägezelle. Und das ist hier eigentlich die tatsächliche Waage. Ja. Wichtig ist, ihr müsst nur immer drauf schauen, wo ist der Pfeil, aber da gehe ich drauf ein, wenn das Video selber ist und wie das verkabelt wird. Das auch sieht sehr wild aus, ist aber gar nicht so dramatisch. So, also, wir brauchen Waage, Servo, Heldtec-Modul. Heldtec-Modul aus dem Grund, das ist noch zu, das ist noch nagelneu. Das wird übrigens jetzt die Waage, die ich hier jetzt baue in der Videostrecke,
Die geht an den Walter, den Bienenfarmer. So, dann ist hier das Helltech-Modul, das ist das hier. Das ist das ganze Herzstück im Prinzip. Braucht man. Dann suche ich mal. Dann habe ich als Dreifachschalter den hier. Ja, der hat hier 2, 0 und 1. Das braucht es ja, um umzuschalten in den Menümodus, Manuellmodus. Den Manuellmodus könnt ihr per Drehpotti auf und zu machen oder einfach nur auf zu, wie ihr wollt, mit Stopp und Start. Dann braucht man, ja, wo sind sie? Da sind sie. Dann braucht man zwei so Schalter. Dann brauchen wir, pass auf, wir haben das hier, die zwei Schalter, der Drehpotti. Der kommt meistens, wenn ihr den bestellt, so an. Wenn ihr so Hülsen oben drauf haben wollt, sowas, dass das so aussieht, die muss man meistens separat bestellen. Er geht raus jetzt hier. Ja, okay, bleibt drin. Also Drehpotti. Und das hier jetzt eigentlich, diese Sachen hier, das sind eigentlich die wichtigsten. Dann funktioniert das Ganze. Ihr braucht ein Kabel, das hier. Ich glaube, das ist ein USB-C, das ist wie von den Handys. Von den, ja, vor 2 Jahren war das Standard bei den Handys. Also, ich werde es aber auch verlinken unten, so ein Kabel. Ich habe jetzt zum Beispiel aber noch zusätzlich, ist auch sehr empfehlenswert, einen 5 Volt Trafo, weil das Ganze einfach dann stabiler ist. Ich sage das schon mal vorne rein. Man kann die Stromversorgung im Prinzip, wartet, das Helltech-Modul ist irgendwie lange neu, also es müsste gehen. Man kann das Helltech-Modul auch über den USB, so wie man es an einen Computer anschließt, auch so einfach betreiben. Und das funktioniert ja auch. Ich habe alle meine, wo ich jetzt hier gebaut habe, so ausgelegt, dass ihr, ich stecke das mal wieder aus, ich lege das her. Jetzt warte mal, ich lege mal den Trafo da runter, stecke den wieder an. So. Also, ich habe das so gemacht, ich habe hier hinten 2 Buchsen gemacht, da kommen wir aber gleich auch drauf zu. Man müsste das nicht, aber ich würde es jedem empfehlen, wenn er es so baut. Erstens mal, die Stromversorgung ist besser, das Ding läuft einfach wesentlich, also es läuft extrem stabil. Ich kann ihn so betreiben, ich kann ihn aber auch, deswegen habe ich bei dem, wo ich hier, weil das Gehäuse habe ich mir selbst ausgedruckt mit dem 3D-Drucker, ich habe hier eine Öffnung gelassen. So, ich kann den auch hier anstecken. Wenn ich ihn so anstecke, warte mal, ich kann das mal hier zeigen, weil da ist das Servo auch angeschlossen, funktioniert er auch. So. Seht ihr es? Also geht auch. Und jetzt warte mal, sind wir im Manuellmodus. Ja, Waage leeren, sagt er, bitte. Ja, ist ja nichts drauf jetzt. So, jetzt ist er kalibriert, jetzt sagt er auch hier 0 Gramm. Seht ihr es? Also die Waage funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und ich könnte jetzt hier auch, das geht auch dann mit der Powerbank, funktioniert es auch. Aber ich persönlich würde es nicht machen, weil der ganze Strom, den der Servo benötigt, läuft dann über die Platine. Ja? Ich zeige euch das, wie man das verkabelt. Das hört sich alles ganz schlimm an, ist es gar nicht. Ihr werdet es sehen, das geht heute eigentlich nur, dass ihr mal wisst, um was geht es grob. Und dann, welche Teile braucht ihr dafür? Wie gesagt, also, es geht nur über Stecker. Besser ist aber über festen Anschluss. Deswegen braucht ihr noch, also ich habe mich jetzt entschieden, ihr könnt alle anderen Stecker auch nehmen. Ich habe mich hier entschieden für solche Stecker hier, einmal das ist die Dose für da drin und einmal hier der Stecker, wo ihr den Stecker eigentlich fast nicht benötigt, weil wenn ihr den Trafo kauft, wo ich euch verlinke, ist der Stecker schon dran. Also
Ihr müsst es bloß mal anstecken. Läuft. Denn das, erstens mal ist das Vorteil, wenn ihr es nicht fest verkabelt, dass ihr das Ganze nicht immer zusammen rumziehen müsst. Ihr könnt es ausstecken und dann habe ich mir das so gebaut, dann ist es sehr, ich finde, sehr mobil. Also nimmt nicht viel Platz weg, den stopfe ich hier wieder rein, sonst verliere ich ihn. Ihr könnt das Gehäuse erbauen, wie ihr wollt. Ich werde da wahrscheinlich ein paar Modelle zeigen, was man noch alles machen kann. Aber mal von dem weg. Also, dann, ihr hört es, der piepst, der hier, stecken wir mal an, der hier piepst nicht. Wenn ich reinfinde hier, so, der hier piepst nicht. Das liegt daran, dass der das, wie heißt das Modul? Das Pieps-Modul, ja, ist auch offiziell am Plan nicht dabei. Ich zeige euch aber trotzdem, wie ihr das anschließen müsst und wo ihr es anschließen müsst, dass das Ding auch piepst. Weil ich finde das eine ganz bequeme Sache, man weiß sofort, Glas piep, das Glas ist voll. Wenn einem das egal ist, was es eigentlich auch ist, das ist nur eine Spielerei, dann hier meine anderen Modelle habe ich ohne den Piepsen verbaut, weil ich ja nicht weiß, manche nervt es, wenn ich da dort sitze und fülle da, weiß ich nicht, 100 Gläser ab und jedes Mal piep, wenn er voll ist. Okay, wenn man natürlich einen sehr zähen Honig hat, der da so schlaftablettenmäßig reinläuft, dann ist das Piepsen vielleicht nicht mal so verkehrt, weil dann kann man irgendwas anderes machen und wenn er piepst, stellt man das neue Glas drunter. Aber da zeige ich auch, ich habe da einen kleinen Trick unter Umständen, wie ihr den Honig schneller ins Glas bekommt, ohne das zu erwärmen. Ja, erwärmen ein bisschen ist immer gut, aber ohne zu erwärmen, das geht dann mit Luftdruck. Aber da kommen wir irgendwann dazu. Also, ich verlinke aber wie gesagt alles unten. Wir brauchen, fangen wir nochmal von vorne an, zwei Stecker, das sind Schließer. Ihr könnt ja alle möglichen Schalter nehmen. Mir gefallen die mit den Farben, da gibt es nämlich, das sind immer mehrere Farben. Das einzige Problem ist, wenn man die Teile bestellt, meistens sind es 10er-Pakete, ja. Also, aus der Helltech-Modul, also das hier, und der Drehpotti, glaube ich, ist ein 4er-Paket, sind es immer mehr. Dann braucht es, was vom Vorteil ist, habe ich mir bestellt auch, es gibt so Kabelsätze, so, ja, die haben den Vorteil, wenn jemand jetzt nicht löten kann, also nicht viel löten kann, weil das hier muss man löten, also, weil das Helltech-Modul wird so geliefert, man steckt das hier rein und dann verlötet man die Pins, ja, ist gar nicht so schlimm, aber wenn einer gar nicht löten kann, ist es schwierig, deswegen sage ich schon mal vorhin rein, man muss schon ein bisschen löten können, allein schon wegen den Steckern. Ich verlinke aber auch ein Lötgerät, das ich selbst benutze. Das ist ein ganz kleines, das kostet, ich glaube, 14 Euro oder so. Das gibt es normal beim Konrad, Amazon hat es auch und. Kostet überall ziemlich gleich. Und ich bin begeistert von dem kleinen Ding. Das geht wie Hölle und man kann sehr fein löten. Wenn einer da nicht große Erfahrung hat beim Löten, der tut sie mit dem Ding, also ich finde es richtig einfach. Also, das geht wirklich gut. Das geht wirklich gut. Also, dann, was braucht man noch? Also die Kabel braucht man nicht unbedingt, aber ein Vorteil ist, wenn man die hat, ja, weil es einfach einfacher ist. Es ist wesentlich bequemer, weil da, wo ich stecken will, sind die Stecker dann schon drauf, weil die Stecker passen dann genau hier drauf. Da brauche ich nur stecken und wenn ich dann doch was löten muss, dann nehme ich das Kabel, da kann ich es ranstecken und hier zwicke ich einfach das Ende ab und löte das dann da drauf. So, was haben wir noch? Ja, die Internetseite, wo ihr die Software findet und so, verlinke ich euch natürlich auch. Aber das kommt dann in den anderen Videos ganz explizit. Ich gehe das mit euch idiotensicher durch im Prinzip. Ich will euch das wirklich zeigen, weil das Problem, das Zusammenstecken, ihr könnt euch das gerne mal anschauen. Ich verlinke euch das ja auch. Das ist wirklich keine Dramatik, also ich finde das Zusammenstecken, das geht einfacher wie die Stockwaage, finde ich sogar. In dem Projekt ist eigentlich das Hauptproblem die Software, dass man die richtige Software findet und die richtigen Schritte. Wenn man da ein bisschen Tipps bekommt,
glaubt mir, es ist das auch nicht schwer. Also ich brauche mittlerweile für so, wenn ich das Gehäuse ausgedruckt habe und ich habe das so, das Gehäuse, dass das so hier steht, brauche ich eine Stunde. Von zusammenlöten, zusammenstecken und dann steht es so. Also ich finde, das ist machbar. Für das erste Mal, wenn man es macht, wenn man sich zeitmäßig, würde ich sagen, für Ungeübte, wenn man alle Teile hat, inklusive Lötgerät, dass man sich das so zusammensteckt, mal so frei aufgebaut, würde ich sagen, ja, 2-3 Stunden maximal. Also wirklich maximal. Das ist wirklich machbar. So, dann, was habe ich noch irgendwas vergessen? Habe ich noch irgendwas vergessen? Genau, die Stecker. Dann braucht ihr einen dreipoligen Stecker oder vierpolig. Das ist hier ein vierpoliger. Ja, den finde ich eigentlich ganz gut. Ich kann das hier mal zeigen. Weil, erstens mal hat der einen Schraubverschluss. Ja, ich kann das im Prinzip abmachen, weil der Servo hier und so, das ist alles wasserfest. Das könnte ich mit dem Hochdruckreiniger einfach abwaschen. Mit dem Wasserschlauch. Ja. Könnt es einfach mitwaschen. Und das ist, finde ich, bei Lebensmitteln sehr wichtig, dass man die Sachen wirklich sauber hält. Das ist jetzt, wie gesagt, ein Prototyp, funktioniert aber schon sehr gut. Dann werden viele sich fragen, hey Sepp, bist du deppert? Ich habe keinen 3D-Drucker, ich kann mir, oh, jetzt habe ich es zerlegt, ich kann mir dieses Teil nicht ausdrucken. Ja? Sage ich euch, schaut euch das mal an, was das ist. Das ist eigentlich nichts anderes wie ein Brettchen. Also ich persönlich, wenn das jetzt für mich nochmal bauen müsste, genau diesen Halter, bei den Edelstahlhaltern ist das gar nicht so das Problem, weil die sind einfach vorne ein bisschen länger. Also die sind länger wie der kleine hier. Ja. Der ist sehr schmal, deswegen ist es ein bisschen blöd. Aber bei den Edelstahlhähnen, also bei den normalen Abfüllern ist es breiter, da ist es gar nicht so die Dramatik. Ich würde da ein Brettchen nehmen. Die Löcher, die könnt ihr ignorieren, das habe ich einfach aus Designgründen gemacht. Mir hat es einfach gefallen, keine Ahnung. Nehmt ein Brettchen, schneidet euch das hier so aus. Oben eine Halbrundung, unten gerade. Macht hier ein Loch rein, hier ein Loch rein, dass die Schraube im Prinzip, schaut mal, mir ist, also wenn ihr jetzt vorstellt, das ist die Schraube, wo da so eine Schraube durchgeht, so, auf der anderen Seite mit einer Flügelmutter, dann könnt ihr das anziehen und dann sitzt das bombenfest da drauf. Ja? Und da oben schneidet euch ein Viereck aus und setzt den Servo ein. Also ihr könnt es ohne Probleme aus Holz bauen. Oder wenn jemand aus Alu, Aluplatte, ihr schneidet es aus so einer 4-5 mm Aluplatte raus. Geht natürlich auch. Meinetwegen nehmt ihr ja, alles Mögliche. Also versteht ihr mich? Das ist keine Dramatik. Dann das Gehäuse. Wie gesagt, das habe ich jetzt mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Braucht sie ja auch nicht so. Also ich habe das jetzt für mich so gemacht. Einfach nur just for fun. Wenn jemand einen 3D-Drucker hat und will auch das Gehäuse so ausdrucken, weil er sagt, hey, das gefällt mir, einfach kurze Nachricht. Ich arbeite noch dran. Ich will mir eine Homepage einrichten. Beziehungsweise einfach nur eine Seite, wo ihr, wenn ich solche Projekte mache, wo ihr die Daten einfach runterladen könnt. Wo ich die Daten für mich einfach separiert da drauf habe. Und da könnt ihr das runterladen. Aber ich habe das noch nicht. Deswegen einfach anschreiben, irgendeinen Kommentar, am besten wieder Facebook oder eine E-Mail, schreibt mir eine E-Mail. Die Links von meinem Account und so ist auch unten meine E-Mail-Adresse. Ich weiß jetzt, steht es drin, wenn nicht, schreibe ich es dann noch rein. Schreibt mir eine E-Mail und ich schicke euch die STL-Datei einfach zu und ihr könnt es selbst ausdrucken. Also an dem scheitert es jetzt auch nicht. Dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. So, also wie gesagt, das steckt hier dran. Das Kabel müsst ihr ein bisschen verlängern von den Servos. Ich habe das jetzt bloß hier mal so zusammengebaut. So, steckt man aus. Der Vorteil ist an diesem Stecker hier, der ist verpolsicher. Man kann den im Prinzip nicht falsch reinstecken. Ja. Das ist auch noch nicht fest drauf. Das habe ich nur locker. Dann steckt das hier nur so drauf. Das ist das Innenleben. Ja, jetzt keinen Herzinfarkt bekommen. Die schaut schlimmer aus, wie es ist. Das ist einmal das HX7-Modul. Das kennt ihr ja. Hier Plus und Minus für die Stromverteilung.
Und hier ist das für ein Servo. Ja, ich weiß, man könnte es ein bisschen schöner verkabeln. Könnte man. Aber wie gesagt, ist völlig ausreichend und funktioniert sehr, 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 sehr gut. Ich habe das jetzt gemacht mit dem Gehäuse hier drauf zum Stecken, weil ich nicht weiß, derjenige, der das Ding bekommt, füllt er so gerne ab oder, ich bin ja nicht so, füllt er so gerne ab, ja, dass er es hier hat. Aus dem Grund habe ich das so gelassen und wenn er es festhaben will, kann er es hier einfach festkleben. Und das mit den Stopseln hier auf der Seite bei meinem Gehäuse habe ich nur so gemacht, weil man an der Software, wenn man, sagen wir mal so, wenn das System ja läuft, so wie ich euch das zeige, ob da jemand ein Software-Update braucht oder nicht, das liegt dann jedem in seinem Ermessen. Ich persönlich würde sagen, für mich rein zum Honig abfüllen und so, Bombe das Ding. Also wirklich Bombe, da muss wirklich, da geht ein ganz großes Lob raus. Ich habe das Ding ja nicht erfunden. Ja, ich baue es ja nur nach. Ich habe hier jemanden in Regensburg, der auch an der Software ein bisschen mitschreibt. Ich weiß nicht, ob ich namentlich nennen darf, deswegen tue ich es jetzt nicht. Ihr werdet es aber auf der Seite, wo ich euch verlinke, werdet ihr den Namen lesen. Also im Prinzip der Clemens Gruber, glaube ich, ist der, der das Ding das erste Mal erfunden hat. Also der, wo das wirklich von Anfang an so gemacht hat. Und das ist wirklich eine geile Sache. Ja, gibt's sonst noch was zu sagen? Nö, ich glaube, ich habe alles. Das Piepse-Dings da, ich verlinke euch das auch mal, wenn ich es finde. Wenn einer das haben will, dass das Ding piepst, ja. Weil, warte mal, warte, ich bin auf Manuell-Modus. Der Vorteil ist auch genau an dem Ding, der macht den, warte mal, anstecken. Zuschrauben brauchen wir nicht. Der macht, so mal, ja, der macht auf Automatikmodus bitte, so, bitte Glas aufstellen. Alter, ich muss nur Play drücken. Hier ist also ein kleines Zeichen, weil es ist immer noch Start-Stopp. Wenn man Automatik aktiviert hat, drückt man hier auf Start, dann ist Play, dann stellt man das drauf. Man, piep, dann macht er auf und falls man das Glas einfach wegnimmt, macht er zu. Also falls da irgendwas ist, macht er zu. Das ist schon geil. Und wenn das Glas zum Beispiel nur kurz drauf stellt und wieder runter, ja zwar Start, aber er macht es nicht auf. Also rauf, runter, er macht nicht auf. Also es ist wirklich mittlerweile ein sehr, sehr durchdachtes System, finde ich. Und ja, das war's dann eigentlich schon. Ich habe jetzt viel zu viel gelabert. Aber ich glaube, ich hoffe, ich habe das zumindest so rüberbringen können, dass jeder da draußen zumindest so einen Einblick bekommt, auf was er sich da einlässt, wenn er das Ding nachbauen will. Ich kann euch sagen, es ist nicht so dramatisch, wie es hier aussieht. Ich kann es ja immer wieder dieses Bild hier zeigen. Da sieht man genau die Belegung, wo welches Kabel hingelötet gehört. Ich zeige euch das nochmal. Das mit der Software zeige ich euch auch. Ihr braucht dann die Arduino-Software. Also da gibt es einfach ein, wie heißt das Ding, Arduino, keine Ahnung, Software, die könnt ihr runterladen und dann zeige ich euch das. Das ist auch ein separater Teil, nur über die Software, weil ich wirklich will, dass es jeder, der es wirklich will, der, wo sich ein bisschen bemüht, dass es jeder hinbekommt. Und das Gehäuse, wie gesagt, könnt ihr überall einbauen, meinetwegen in eine Tupperdose, ja. Was übrigens nicht einmal so eine schlechte Idee ist, wenn ihr Dosen habt, die sehr, die schön durchsichtig sind. Ich war jetzt beim den Herrn, der in Regensburg, der mir da wirklich super geholfen hat, der baut es zum Beispiel in dieser Elektrodose, aber nicht so, so typische Verteilerdose, sondern eine richtig stabile und die hat eine durchsichtige, einen durchsichtigen Deckel und da baut er alles rein, also da steckt er alles rein und sieht ja auch gut aus, da braucht man kein Gehäuse ausdrucken, nix. Da baut man es rein und fertig. Ihr könnt es aber theoretisch auch, meinetwegen nehmt ihr, was ich mir schon überlegt habe, was vielleicht nicht einmal so schlecht aussieht. Da gibt es so kleine Mini-Schatzkisten, ja, so in den typischen Gruschläden. Ja? Da könnt ihr es theoretisch auch einbauen. Ihr braucht halt nur irgendeine Box, wo das da reingeht. Und das könnte auch kleiner sein wie das hier. Ihr seht ja, man hat eigentlich, hätte man noch Platz, aber ich wollte mir eigentlich den Stress nicht antun. Ich habe mir gedacht,
Lieber habe ich ein bisschen mehr Platz und brauche nicht ganz so fummeln, ja. Weil ich verlöte das, aber das seht ihr dann von außen und danach, wenn alles hier verlötet ist, die Kabel ziehe ich dann durch und also ich verlöte das meiste. Ich stecke es nicht, ich verlöte fast alles, weil es mit den kleinen Lötdingskolben wirklich super schön geht. Und wenn man da ein bisschen was gemacht hat, dann funktioniert das gut. Was das Ding auch noch hat, da haben mich auch viele gefragt, weil die Waage ist wirklich verdammt genau. Ja? Also, warte mal, wir gehen auf Manualmodus, dass es nicht auf und zu macht. Man hat ja auch eine Tara-Funktion, deswegen der Drehregler mit Knopf drücken. Ich drücke hier drauf und schon ist tariert. Ja? Also, das ist überhaupt keine Aktion. Die funktionieren ja beide so. Das ist ein 500 Gramm Gewicht. Zum Kalibrieren und Justieren braucht ihr eigentlich nichts Dramatisches, weil da gibt es jetzt auch, oh, wie kalibriere ich das Ganze? Wir sehen, das ist ganz easy going bei dem Ding. Ihr braucht irgendein Gewicht, wo ihr wirklich wisst, das ist so schwer. Also wenn ihr eine schöne, gute Digitalwaage daheim habt, da stellt ihr irgendwas drauf, keine Ahnung was, dann wisst ihr, das hat 700 Gramm. Und dann könnt ihr das alle Einstellungen, die man hier also braucht, wenn das zusammengebaut ist und die Software drauf ist, braucht ihr keinen Computer mehr. Nichts mehr. Ihr könnt alles wirklich hier im Menü ganz normal über den Drehpot, ihr könnt im Menü rauf und runter, Zählwerk. Also der hat schon ein Zählwerk, der sagt euch genau, wie viele Gläser ihr von was abgefüllt habt. Ist wirklich, ihr braucht nichts mehr. Ja? Ihr könnt alles hier einstellen und das ist, finde ich, ja schon mal richtig genial, weil ich habe schon ein paar so Projekte gesehen und da braucht man zum Umstellen und hin und her immer wieder den PC und hin und her. Aber den PC braucht ihr wirklich nur am Anfang, wo ihr das Heldtech-Modul, die Software bespult. Ich muss jetzt das ganz vorsichtig mal sagen, die Jungs, wo jetzt hier noch am Video mit dran sind, ja, die hätten es eigentlich schon allein aus dem Grund verdient. Wenn ihr mir das Heldtech-Modul im Prinzip bezahlt, also ihr zahlt mir das Heldtech-Modul plus den Porto, dass ich euch das zusenden kann, dann wäre es unter Umständen sogar möglich. Ich muss schauen, wie ich es zeitlich schaffe, dass ich die Software auf dieses Modul bespule. Und meinetwegen, wenn es nicht zu viele Bestellungen werden, das muss ich mir dann mal anschauen, könnte ich euch auch die Pins hier schon mal dran löten. Also das hier, ja, das dran löten. Dann wäre ich aber dankbar, wenn ich das dran löten muss, wenn es ein bisschen ein Trinkgeld da lässt. Ja, also ich will da nicht reich werden, aber irgendwie ein bisschen, ne, versteht man uns. Aber könnte ich auch machen, dass ich euch das Heldtech-Modul im Prinzip mit der Software drauf bespule und ihr müsst es daheim nur noch zusammenstecken. Ich arbeite daran, um vielleicht so ein kleines, wie soll ich sagen, ein Bastelset zusammenzustellen. Aber wie gesagt, ich will davon nicht leben oder sonstiges. Ich will das eigentlich nur machen, weil es mir Spaß macht und weil ich vielleicht da draußen den Leuten ein bisschen helfen will, weil ich einfach das Projekt richtig geil finde. Also das ist, also das Abfüllsystem, der wird von mir den Friedensnobelpreis bekommen. Ja. Es ist wirklich genial. Und das ist, ihr werdet es ja sehen, das ist auch nicht teuer. Das ist, ich verlinke unten mal alles. Das Hauptproblem ist, dass es meistens so große Packungen sind. Also ihr könnt dann mehrere bauen, wenn ihr dann mehrere so Module bestellt. Ja. Oder ihr macht, tut es euch zusammen, dann kommt es dann natürlich da günstiger, weil das ist, glaube ich, der 10er Paket, die kosten dann 13 Euro, in Wirklichkeit kostet aber einer bloß einen Euro noch irgendwas. Also, wie gesagt, das lasse ich euch selbst über. Ihr könnt, warte mal, habe ich noch was? Ne, ich habe nichts vergessen. Nee. Dreifachschalter, HX711 ist bei der Waage, bei dir mit dabei, wenn ihr die bestellt. Also, das ist die mit den Glasplatten, ja. Das ist genau zu den Wagen, weil da wird mit Sicherheit wieder die Frage kommen, die wird wieder relativ schnell ausverkauft sein. Dieses Modell an der Waage, das gibt es von, ich glaube, 2 Kilo bis 10 Kilo. Also die Waage, die schafft wirklich 10 Kilo da. Ich kann da mal drauf drücken. So,
jetzt haben wir schon 10, 8, 9, ah, die geht sogar über 10. Ich glaube, 20 könnte sogar sein, dass es bis 20 geht. Das ist immer dieselbe. Also wenn ihr die kauft mit den beiden Glasplatten, also es sind so Acrylplatten, das ist immer dieselbe Waage. Also ihr braucht es überhaupt keine Panik haben. Dieses Teil ist immer das gleiche. Zwischen 2 Kilo und 10 Kilo, da das ist jetzt eine 10 Kilo, ist immer dieselbe Waage. So. Ich hoffe, jetzt habe ich wahrscheinlich alles doppelt gesagt. Naja, ist auch egal. Ich hoffe, wie gesagt, das hat einen kleinen Einblick gegeben. Wer das Projekt mit mir wagen will, gerne. Es kommen dann, ab nächste Woche kommen dann die Videos, wo es losgeht mit der Software als erstes. Mit der Software, wie bringt man die Software, weil ich persönlich, ich bin der Meinung, das Hauptproblem, das ich hatte bei diesem Teil zusammenbauen, weil wenn wirklich das zusammenstecken, ist wirklich Kindergeburtstag, wenn man den Plan hier hat. Das ist wirklich einfach anstecken oder anlöten, besser gesagt. Das Hauptproblem, das ich hatte, war mit der Software, dass man die Software, dass man das findet, was man braucht und wie man es braucht und wie man es einsetzt. Aber das mache ich mit euch. Das wird dann wahrscheinlich so ein halbe Stunde, dreiviertel Stunden Video, weil ich will ja das wirklich wieder ins kleinste Detail erklären, dass wir nichts auslassen. Es hat auch sehr gut funktioniert in den letzten Videos, weil relativ wenig Fragen kamen und das überzeugt mich, dass es eigentlich schon ziemlich gut funktioniert hat. Und dann im dritten Teil gehen wir dann ans Verlöten und Zusammenstecken und im vierten Teil füllen wir ab. Ja, da ich, oder vielleicht dazwischen drin schon mal. Ich habe mir jetzt einen komplett neuen Apfeleimer gegönnt. Ja. Der hat auch eine Heizung sogar und einen Schrägboden. Man muss das Ding nicht mehr kippen oder sonstiges. Und den will ich mal testen. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis ich den bekomme. Und die, wo sich jetzt fragen, wieso machst du mit der Stockwaage nicht weiter? Weil ich die Teile nicht habe. Ja, ich würde gerne weitermachen. Es fehlt ja im Prinzip jetzt nur noch die Teile, wo es darum geht, wie man das Ganze auf Solar baut. Die Waage müsste ja jetzt im Prinzip schon, die, wo es jetzt gebaut haben, und das haben ja einige schon gebaut, die Waage müsste ja im Prinzip jetzt schon laufen, bei sehr vielen. Das Einzige, was jetzt fehlt, ist wirklich das Solar, wie das mit Solar geht. So, da mache ich jetzt aber wirklich mal Schluss. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Abo auch nicht vergessen und ich freue mich immer wieder, wenn ihr ein bisschen Werbung für mich macht, dass der Kanal riesig wird, ja. Und da geht es mir eigentlich nur darum, ganz ehrlich, ich bin wirklich ein sehr ehrlicher Mensch und deswegen kann ich euch das auch ganz ehrlich beantworten, warum es mir darum geht, dass es noch ein bisschen größer wird, alles das Ganze, weil umso mehr Klicks ich bekomme, ganz blöd gesagt, umso mehr Diridari kommt rüber. Das ist in Wirklichkeit ja eigentlich nur Taschengeld, ja. Das ist nicht, da kann kein Mensch davon leben, ja. Nicht einmal annähernd. Aber mit dem Geld, was ich da davon habe, oder wenn mir jemand was spendet, wo ich mich wirklich super freue, da investiere ich in solche Projekte, wo ich das kaufe. Was ich dann, ja, wer jetzt hier noch dran ist. Ich werde irgendwann, kurz vor Weihnachten wahrscheinlich, werde ich auch einen verlosen. Und nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich auch noch einen verlosen. Ich werde dann nächstes Jahr auch die Abfüller mehrere verlosen. Wie gesagt, mit dem Geld, was ich da verdiene, lebe ich nicht. Da fröne ich meinem Hobby. Ich kaufe mir solche Sachen, ja, und bastel dann einfach. Weil ich einfach Freude am Basteln und Bauen und sonstiges habe. Und ich habe festgestellt, dass da viele da draußen sind, die da meine Freude teilen am Basteln. Und wenn ich denen helfen kann, bin ich extrem glücklich. Und ich habe sie jetzt wieder bemerkt. Ich habe die Jungs angeschrieben in der Gruppe auf Facebook, Technik, Imkern und Technik, glaube ich, heißt sie. Ob mir da jemand helfen kann mit der Software und so. Und ich habe sofort Hilfe bekommen. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, also ich bin nicht alleine und da haben noch mehr so Spaß dran und ich glaube, wenn wir da alle ein bisschen zusammenhalten, dann können wir da richtig geile Sachen aus dem Boden stampfen.
Ja, und jedem ist ein bisschen geholfen. Und wie gesagt, ich werde da welche verlosen. Ja, aber jetzt ist wirklich Schluss. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Wie gesagt, dürft ihr gerne da lassen. Wenn es nicht gefallen hat, dürft ihr einen Daumen nach unten da lassen. Ist auch nicht so schlimm. Und was aber cool wäre, wenn es einen Daumen nach oben oder nach unten, wenn es natürlich, schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat, was ich besser machen könnte, aus eurer Meinung. Ja. Aber wenn ihr verlangen, dass ihr mich verstellt, könnt ihr nicht, weil das mache ich nie. Dann, schönen Abend noch oder Tag, ich weiß nicht, wann ihr schaut. Haut rein, bleibt gesund und tschüss!